Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. So, als vorab, ich habe jetzt gerade extra pausiert und lasse es auch gerade mal so, denn es geht um den Kommentar, der Mikrofon-Sound hat Aussetzer. Das erste Mal, dass ich das erlebe. Kabelbruch, ich hoffe nicht. Ich habe eben ein paar Tests gemacht, alles gut. Ich habe ein paar Proben gemacht, wenn ich am Mikrofon vorbeirede. Also jetzt mal als Beispiel, wenn ich jetzt, ich sag mal, so rede oder sowas. Also vom Mikrofon weg. Weil ich habe das Mikrofon tatsächlich so eingestellt, dass ich eigentlich genau reinreden muss. So. Ne, also, ich habe nichts festgestellt. Das Einzige, was mir halt aufgefallen ist, ist, dass ich halt, also, als ich die Probeaufnahmen gemacht habe, lief alles. Und es gab nur Probleme, wenn ich dann mal weggeguckt habe oder so. Ja. So, dann auf den anderen Kommentar bin ich jetzt eingegangen, und zwar, dass ich nochmal neu laden soll. Ich hätte es nicht gemacht, ich hätte echt, ehrlich gesagt, einfach hier alles aufgegeben. So, aber diesmal laden wir neu und gehen ein bisschen anders vor, sagen wir mal so. Finde ich gerade den Kommentar, Kolonie aufgeben fände ich doof, weil wir ja dann wieder auf einer... auf einer sind und das coole Neue mit dem Betreiben von zwei Kolonien wieder wegfiel. Aber in erster Linie muss es natürlich Spaß haben. Ich hätte natürlich dann auch direkt eine zweite gemacht. Wir hätten ja einen Überlebenden gehabt, meine ich, oder sowas. Ich weiß es gar nicht mehr, ist ja auch egal. Ich habe es jetzt neu geladen. Es gibt tatsächlich zwei Spielstände, wo es noch nicht im Krieg fällt. Das ist einmal der hier, wo es gerade gelandet ist, und einmal, wo das noch nicht da ist. Ich habe jetzt extra den genommen, wo das Schiff da ist, damit wir dagegen vorgehen können. So, wir haben auch nicht so viel Zeit, deswegen will ich jetzt erstmal drüber reden, bevor ich was mache. Denn es gab noch den Kommentar, wenn ich ihn finde, jetzt muss ich doch nochmal kurz minimieren. So, bei so einem fiesen Feindschiff kannst du das ja vielleicht auch einfach um das ganze Schiff fette Geschütze bauen, bevor du es angreifst. So einmal im Kreis drumherum und Fallen und Sprengfallen, wenn es die gibt. Ja, die gibt's. Sprengfallen. Die habe ich aber nicht erforscht. Sprengfallen gibt es aber zu 100%. Die gibt es sogar im normalen Spiel. Also ohne Mods sind die sogar drin. So. Okay, dann lassen wir jetzt weiterlaufen in Geschwindigkeit 1. Fangen an, Geschütze zu bauen. Den montieren wir extra weg, genau wie die hier. Wir räumen hier jetzt alles sogar ein bisschen frei. Okay, Sicherheit. Wo ist Sicherheit? Aber wenn das jetzt wieder vorkommt, ne, dass irgendwie was ausfällt, ne? Direkt bitte Bescheid sagen. Ein automatischer EMP-Mortar. Ein automatischer. Hat der eine bestimmte Reichweite? Also ich nehme an, Mortar ist Mörser, ne? Wir setzen hier. Wir machen den nochmal weg. Ja komm, wir machen das so. Boden. Okay, wir können hier keinen Boden drum setzen, egal. Dann tun wir den auch nochmal weg. Setzen den hier hin, jetzt kommt ein Überfall auch noch. Scheiße, ist auch noch hier. Das sind viele. Das sind richtig viele. Wir lassen mal so, dass die beiden da sind und nur Meister Dinom kämpft.
Da ist keine Deckung, Meister Dinom. Oh! Okay, jetzt wurde er erwischt. Ziehen Meister Dinom zurück. Okay, die schießen Dreck. Aber Meister Dinom geht's noch gut. Es ist doof, dass man die nicht überraschen kann. Okay, Meister Dinom hat schon zwei ausgeschaltet. Macht ihr erstmal weiter. Meister Dinom regelt schon. Okay, sie starten ihren Angriff. Rückzug, Meister Dinom, schneller. Oh Scheiße, sie kommen rein. Wieso greift jetzt der Quetscher nicht an? Okay, Meister Dinom liegt. Was? Kann keiner? Ach, scheiße. Möbel. So. Ja, das Krankenhaus brennt jetzt weg. Verdammt. So, egal, wir müssen das andere jetzt hier machen. Okay, Sicherheit. Habe ich jetzt hier diesen automatischen EMP-Mörser? Habe ich. Zwei Stück. So, divers, Trockenpumpe, setzen wir auch mal hier hin. Sicherheit. Die Sprengfallen sind wir am Bauen. Ich setze jetzt hier noch... Wo sind die Fallen? Hier, Schlagfallen, Stahl. Stahl. Die Sprengfallen tun wir dann daneben. Okay. Die Roboter sind am Arbeiten. Was zur Hölle? Ich lad den. Ist mir jetzt auch alles egal. Habe ich keine Lust. Keine Ahnung, warum die jetzt auf einmal rausgekommen sind. Ich habe nichts gemacht.
Ich habe es versucht. Ich sollte neu laden, ich lade neu. Ich meine, ich könnte die 10 Minuten auch jetzt einfach wegmachen, neu laden und sagen, ich hatte keinen Speicherstand mehr da, wo der da liegt. Es gab nur noch den, wo keiner ist, aber das ist ja auch unnötig. Ich habe keinen Bock auf, dass dieses Schiff drin ist, außer ich gebe die ganze Kolonie auf. Oder das Schiff ist nicht gelandet. Fertig. Ich habe es versucht. Ich will jetzt aber auch nicht stundenlang hier dran rumwerkeln, dass es funktioniert, wenn der jetzt jedes Mal hier rauskommt. Ist natürlich ein Unterschied, wenn das jetzt wieder, wenn die wiederkommen, ne, dann ziehen wir es wieder durch, ne, dann will das Spiel so. So, die Karawane ist angekommen. Ich habe jetzt keine Ahnung, was ich hier schon gemacht habe und was nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass da, hier wird ein Lagerraum draus. Aber erstmal muss ich mich um Strom kümmern. Das heißt, wir brauchen Stahl. Den Stahl ruppen wir hier raus. Ein Mad Scientist. Karl Kestis, meine ich, war hier. Hier sind echt so viele Spinnen drin. Die müssten wir eigentlich mal platt machen. Aus Sicherheitsgründen würden wir jetzt trotzdem hier den automatischen EMP-Mörser bauen. Und wir machen jetzt... So, was haben wir denn? Nichts. Ein Warg. Wir bauen jetzt trotzdem hier die Trockenpumpe hin. Karl Kestis, wo bist du? Komm mal her. Weitermachen. Irgendwo war doch noch eine Spinne. Es brauchen mehrere Leute irgendwie eine Behandlung. Ach so, warte, der kann gar nicht behandelt werden. Weil... Krankenbett. Weil deshalb... So, hier cheaten wir jetzt ein bisschen. Deinstallieren. Abreißen. So. Fortschrittliches Geo. Los, reiß mal ab jetzt hier. Ah, ist ja eigentlich kein Cheat, ne? Wir nutzen nur unsere beiden Koloniedingern. So, fortschrittliches Geothermalkraftwerk. Den ziehe ich trotzdem durch, ist mir egal. So, befüllen. Macho und Ichel Quaputzi. Alles. Wir sind nur 14, okay. So. Wo haben wir es denn? Alter, der wiegt 1000, den kann ich nicht. Okay, wir machen es anders. Wir schicken eine normale Karawane los. Dann müsste es funktionieren. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Egal. So, Karawane erstellen. Sch-
Scheiße, das funktioniert auch nicht. Tausend. So, Gegenstand. Fortschrittliches Geothermalkraftwerk. Die Batterie würde schon nicht mehr passen. Dann schicken wir die Batterie irgendwann anders mit. Wähle Route annehmen. Meine Güte, jetzt schicke ich hier alle Tiere mit, ne? Hauptsache, wir können diese scheiß Thermalkraftwerke hinlegen. So, hier muss ich neu machen. War doch so, oder? Ne, jetzt habe ich es irgendwie... Doch, ist richtig. So. Und dann habe ich gesagt, glaube ich, ein Zweierweg, ne? Immer diese Lags. Ja. Den Zerquetscher kriegt er wahrscheinlich nicht tot. Also 6. Lebt noch. So, wir müssen außerhalb Gräber bauen. Für die Toten. Steht auch, glaube ich, irgendein Kommentar. Das ist jetzt aber hier. Fehlt denn für die Stahl? Wir haben doch Stahl. Vielleicht brauchen wir mehr Bauroboter. Wo war ich? Hier liegt Peter. Hier liegt noch eine Spinne. Die ist aber bald tot. Silikon? Okay. Jetzt bin ich gerade komplett verballert irgendwie. Okay, die sind hier. Die beiden stehen schon wieder. Perfekt. Eine Rettungskapsel. Hier oben. Rette den mal. So, wie weit braucht Grievous? Ist bald da. Den können wir jetzt eigentlich auch lassen. Wir haben den hier. Meister Dinorm, bitte. Um erstmal ein bisschen Strom hinzukriegen. So, wie war das noch? Kannst du den roten Teppich entweder unter die S-Ecke bis zur Wand? Zur Wand unter dem Tisch. Und die Stühle verlängern oder ihn schon unter die Tür enden lassen.
deswegen meinte ich Gefängnis priorisieren. Man kann übrigens auch Feldbetten zu Gefängnisplätzen machen, ja. Das kann doch nicht wahr sein. Oh nein, Alter, was ist das denn jetzt hier? Oh, noch Sensen. Nein. Jürgen! Jürgen ist tot. Karawane ist angekommen, sehr schön. Wo liegt denn das Geothermalkraftwerk? Wir haben hier Batterien. Ich tue jetzt einfach auch mal provisorisch einen Tierschlafplatz. Die Sensen nehmen wir mit rüber, tatsächlich. Das heißt, herunterfahren, herunterfahren, herunterfahren. Die nehmen dann die anderen wieder mit. So, wo war jetzt hier diverses? Ich muss Gräber bauen. Wir bauen die mal hier unten. Einfach nur, damit wir erstmal Gräber haben. So, wo ist jetzt das dreckige Geothermalkraftwerk? Wo ist es? Was? Sehr hungrig, dann geh doch mal was essen, Alter. Wir haben ja alles voll mit Essen. Wer ist Aufseher? Nur er ist Aufseher. Beruhig den mal. Okay, wo ist jetzt der ganze Rotz? Ich sehe es einfach nicht. Muss ich hier jetzt jeden einzelnen anklicken oder was? Hat Grievous ist im Inventar. Nein. Ich verstehe es nicht. Okay, weißt du was? Wir gehen nochmal zur Welt. Karawane erstellen. Gegenstände. Wo zur Hölle ist dieses verfickte Geothermalkraftwerk? Tragen 1. Wir schicken die schon mal wieder rüber. Oder jingelt's den? Nee.
Liegt es irgendwo am Rand? Es tut mir auch leid, ich habe ein bisschen schlechte Laune. Das liegt aber jetzt an was ganz anderem. Und zwar habe ich... ist mir gerade aufgefallen, dass es so ein bisschen gerade rüberschwingt. Ich habe so privat ein bisschen gerade Probleme und ich habe so gedacht, ach komm, spielst so ein bisschen RimWorld, regst dich ab, aber es haben irgendwie gerade so, ne, ich weiß auch nicht. Es tut mir leid. Es wird nicht wieder vorkommen. So, aber jetzt mal, wo haben wir denn das Geothermalkraftwerk? Das muss ja hier irgendwo liegen. So, die haben jetzt alle Tragen 1. Das heißt, wenn es hier irgendwo liegt, müssen sie es tragen. Es hat keiner im Inventar, so viel ich weiß. Wir schicken die Karawane jetzt einfach mal wieder zurück. So, Karawane erstellen. Alle Tiere. Und Grievous, der hat hier nichts verloren. Und die nehmen alle Schnitter mit. Ach, scheiße. Da ist es ja endlich. Jetzt weiß ich zwar nicht, wo sie es versteckt haben. So, dann gehen wir mal weiter auf die Kommentare ein. Lol, was ist das für eine Firma, wo du arbeitest? Das Loch, so, wo keiner will. Also erstmal habe ich gesagt, ich will da nicht hin. Das... woran ist der denn jetzt gestorben? Kyle Kestis ist tatsächlich abgehauen. Okay, ja gut. Nee, es ist nur für mich, das, ja, man nennt es halt Loch, einfach nur so. Da ist halt nichts, ist nichts Schlimmes, ne, oder sowas, es stinkt halt nur. Aber es ist jetzt nichts besonders Schlimmes, also keine Panik, ich habe das vielleicht ein bisschen schlimmer dargestellt, also es ist nichts schlimm. Ist halt nichts, ist nichts Schlimmes. Es stinkt halt nur. So. So, sobald wir Strom in der Kolonie haben, alle Türen zu automatischen Türen machen und alle Türen immer aus Holz. Also automatische Holztüren, aber außer fürs Gefängnis. Oder meinst du auch im Gefängnis? Dann brechen die ja nur noch aus. Deswegen lasse ich erstmal, aber die Autotüren können wir überall schon mal machen. Nee, das geht so einfach nicht. Da müssen wir Blastdoors machen, weil diese Gates haben sind keine Autotüren. Ich kann diese Türen aber hier zu Autotüren machen. Dann sag mir mal, wie das mit den Doppeltüren... Wo hat er die jetzt hingesetzt? Ist so klar. Immer diese Lags, die der dann ganz woanders hinsetzt. Was ist mit diesen Doppeltüren? Die kann ich nicht in Autotüren machen. Außer, ich mache sie in Blastdoors. Upsala. Also wenn ich diese ganzen Türen hier in Blastdoors mache, dann wird das funktionieren. Das musst du mir aber dann aber nochmal sagen. Und hier kann ich Stahlautotüren machen. Aber da, ich lasse die erstmal, bis du mir sagst, ob ich hier Stahlautotüren machen soll oder auch aus Holz Autotüren. So, jetzt sind sie alle down, das heißt, ich kann die Karawane erstellen. Alle bis auf den Zerquetscher. Und, wo ist denn der andere? Habe ich was verpasst? Wähle Route, Gegenstand, alle Schnitter. Annehmen. Ach so, Peter steht nur nicht zur Verfügung. Ich wollte schon sagen, was ist denn jetzt hier mit Peter los? So, jetzt haben wir Tragen ja durch. Jetzt machen wir den hier erstmal wieder 2, damit wir mal weiterarbeiten.
Genau, erstmal hier die ganzen Gräber. Wir haben natürlich auch keinen Stahl, das heißt, wir machen mal bei Jürgen. Ne, Jürgen ist tot, bei Peter ist... Peter kriegt mal gerade den Bergbau hoch. Oder wir machen es bei beiden mal gerade hoch. Jetzt ist auch Meister Dinom durchgedreht. Ich meine, ich bin ja schon dabei, es alles hier am schöner zu machen. Gegen Dunkelheit, was soll ich machen, ne? Ich hab... Ja, gut. Wir haben kein Holz. Ne, ich kann... Jetzt aber langsam hier die Dinger reinsetzen. Dafür haben wir keinen Stahl. Was war das denn für ein Lag? Egal, machen wir jetzt mal weiter. So. Keine Lagerzone für grobe Gräber, bitte. Habe ich gemacht. So, und dann wollte ich auch noch auf die Kommentare für die Outer Worlds drauf eingehen. Und zwar... Ah, okay. So sieht das also aus. Bei der Outer Worlds ist das so... da bin ich jetzt bei Folge 30 und du hast jetzt bei Folge 20 ein paar Kommentare geschrieben. Da kann ich natürlich jetzt erstmal so nicht drauf eingehen. Was das mit dem Moschus auf sich hat, habe ich, glaube ich, irgendwann mal nochmal gelesen. Ich bin mir nicht sicher. Sonst gucke ich mal, ob ich das in Folge 30 nochmal irgendwie, wenn ich es nicht vergessen habe, nachgucke. So, und dann war noch... Was waren da noch für Kommentare? Ach so, ich bin nicht gut, sondern es liegt einfach nur, weil der Schwierigkeitsgrad so einfach ist. Oh, du bist zu langsam. Chewie, schneller. Ja, Saiko ist tot. Sachiko. Chewie aus dem Schussfeld. Sie kommen! Die sind neutral, nicht sehr gut. Ja, wahrscheinlich haben wir die einfach zu oft getroffen. Das gibt auf jeden Fall mal Fleisch. Es waren aber auch ziemlich viele. Verbündete jetzt neutral, das gefällt mir nicht. Jetzt haben wir natürlich hier keinen mehr, der irgendwie gut hier mit denen zu sprechen ist. Okay, die ziehen weiter. Und vergiss es. Aber die Verteidigung hat natürlich standgehalten. Ja klar. Noch irgendwas zu Outer World? Ach so, ja, weil der Schwierigkeit so leicht ist. Ich habe irgendwann das mal mit der Zeitdetillation gemacht. Das ist wie Pause drücken. Ja, ist wie Slow-Mo, würde ich ja sagen. Weil es tatsächlich... ultra einfach ist, dann auf den Kopf zu zählen. Und sonst gucke ich mal, dass ich das nicht mehr mache. Okay, sind beide noch durchgeknallt? Ich weiß nicht, ob der übersteht.
Machen wir mal ein bisschen schneller. Okay, der kommt durch. Okay, das heißt... So. Die Roboter auch. So, wo ist der Strange Pod? Oh nein, das ist auch noch hier auf der Map. Meister Dino ist ziemlich gut ausgerüstet. Weitermachen. Oh, der wächst, oder was? Ich weiß nicht, was das hier heißt, ob der das schafft, bevor der tot ist. Bin ich mal gespannt, gucken wir mal zu. Oder auch nicht. Ich will gerade was trinken. Das ist doch jetzt hier lächerlich. Das ist doch lächerlich. Ich bin extrem stark dazu geneigt, einfach neu anzufangen. Damit ich mal ein bisschen Ruhe hier habe. Und dann schön auf friedlich spielen. Friedlich. So, Computer Components. Hatten wir doch so viele. Wo sind denn die alle hin? So, die Karawane ist angekommen. Na, die ist ja jetzt natürlich hier wieder außerhalb. Das heißt, wir tun mal die Roboter wieder auf Giftregen. Können wir eigentlich wieder die Mörser besetzen, ne? So. Wer soll denn jetzt mal hier noch einen Mörser besetzen? Hier, komm, du besetzt mal den Mörser. Hier ist HE-Granate drin, hier Napalm. Hat irgendeiner eine ziemlich große Reichweitenwaffe, sonst schicken wir einfach hier Chewie los. Wo schießt der hin? Ist der behindert? Erzwinge Angriff hier. Alter, die haben den echt erwischt, ey. Ich kacke einen Strahl. Alter, das war ja ultra der krasse Shot. Komm schon, Chewie. Sie kommen. Geh hier rum, geh hier rum. Komm schon, Chewie. Und dann direkt nach oben weg.
Also wenn die alle nicht kommen, dann muss ich hin. Was ist denn das? Oh shit, oh shit. Ich habe leider nicht so lange Range. Jetzt kommt doch mal, Leute. Was ist denn los bei euch? Seid ihr behindert? Okay, weißt du was? Amidala, du knallst da mit HE-Granaten drauf. Und ich würde sagen, ihr macht erstmal ganz normal weiter. Okay, das mit den Geschützen intern müssen wir auf jeden Fall mal... Das geht so nicht weiter. Wir knallen ihn einfach mit den Mörsern weg. Alter. Amidala sollte doch jetzt mal hier... HE-Granaten, genau. Ach, die ist einfach nur langsam. Oh! Das war ein guter Schuss. Grievous, du musst da weg. Leute, ihr könnt jetzt was anderes machen. Die ziehen sich wieder zurück. Was zum... Könnt ihr nicht einfach mal jetzt hier angreifen? Was ist denn los? Nein, 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 so war das nicht gemeint. Grievous. Grievous hat einen Kopfschuss kassiert. Ah, ich bin immer noch in Range. Ich meine, die können von mir aus da machen, was die wollen. Ich will nur das Schiff zerstören. Grievous, renn doch mal schneller. Ich meine, du bist hier Ultra. Ist das eine Sense? Ist eine Sense. Thank you.
Okay, die greifen an. Das heißt, Nahkampf. Okay. Strom. So viel dazu. Habe ich irgendwas vergessen, übersehen oder was auch immer? Weiß ich jetzt gerade nicht. Hier bauen wir aber wieder zu. Aber wir setzen hier vorher noch mal ein paar Fallen. Wenn wir... Ach so, die Forschung muss ich noch ändern. Habe ich jetzt ganz vergessen. Die Forschung. Ich hole mir auf jeden Fall die Sprengfallen. Die baue ich auf nächstes Mal auf jeden Fall drumrum. Ja, hier ist ein Grab gebaut, muss aber noch reingelegt werden. Wir brauchen unbedingt die Roboter hierfür. Lag? Wie wär's, wenn du den hier als erstes bauen würdest? So, dann haben wir auf jeden Fall erstmal Strom. Gut, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!